Er schnappt zu und zieht ein in die Tiefe. Und das sind jetzt typische Rhönschafe? Das sind typische Rhönschafe, ja. Der Himmel ist immer schön und faszinierend. Na? Also für einen Rhöner ist das schon süß. Sich so einer Landschaft von oben zu nähern, das ist wirklich ein erhabenes Gefühl. Zumal hier gibt es auch einen historisch guten Grund dafür. Denn hier wurde das Segelfliegen erfunden. Und hier, das ist die Wasserkuppe in der Rhön. Schon eine schöne Ecke hier. Ja, rechts von uns ist die Hochrhön. Und geradeaus vor uns etwa noch 3 Kilometer, dann beginnt Thüringen. Rechts ist Bayern, auch so 3 Kilometer. Und hier sind wir in Hessen. Die Rhön. Also ein Mittelgebirge in Deutschlands Mitte. Thüringen, Hessen und Bayern treffen hier aufeinander. Drei Länder, aber eine Region. Ein Biosphärenreservat mit Basaltkuppen, Mooren und viel Weite. Das Land der offenen Ferne wird die Rhön auch genannt. Sie ist ländlich. Große Städte gibt's hier nicht. Wobei, städtisch gerahmt ist die Rhön schon. Im Osten von Meiningen, der Thüringer Residenzstadt. Im Westen die hessische Barockstadt Fulda. Die Rhön ist uraltes Siedlungsgebiet. Die Kelten hinterließen ihre Spuren. Die Ritter des Mittelalters liebten und bebauten die aussichtsreichen Bergkuppen. Die Rhön ist eine Kulturlandschaft, vom Menschen geprägt, gestaltet und geschaffen. Er machte aus dem ehemaligen Buchonia, dem Buchenwaldland, eben jenes Land der offenen Ferne. Fast mittendrin in der Rhön, auf hessischer Seite, die Wasserkuppe, der Fliegerberg. Mit ihrem kahl rasierten Gipfel und der besonderen Thermik ideal zum Abheben. Ah ja, das ist das. Oh Gott.
Ah, du hast es doch im Griff, Harald, ja? Ja, alles. Danke. Eine Hand. Gleich mit dem Flügel auf dem Boden. Und jetzt zieht er wieder hoch. Ich werde verrückt. Jetzt bin ich hier oben. Ja, dir macht der Beruf Freude, nicht? Wegen meinem Schnellflug eben. Mein Pilot Harald Jörges liebt das Segelfliegen. Das Fliegen mit der Natur, wie er es nennt. Über diese Klappen steuere ich das, ja? Ja. Noch 130. Ja, dann sind wir noch langsamer jetzt. Jetzt mal auf. 110, 100. 30.000 Flugstunden hat Harald, der Chef der hiesigen Fliegerschule, allein hier absolviert. 30.000 Mal der Rhön auf den Kopf geguckt. Langweilig werde das nie. Und das, obwohl er direkt am Fuß der Wasserkuppe in Gersfeld aufgewachsen ist. So, jetzt bist du aber geschwitzt. Er schwitzt. Und jetzt macht man so nochmal. Dankeschön. Alles trocken. Ich will gucken hier. Ja, alles gut. Da hatten wir schon mal 200 Stundenkilometer drauf gehabt. Das ist echt. Wie bist du überhaupt zur Fliegerei gekommen? Ich bin ja hier von hier unten aus dem Ort und ich habe das immer als Kind gesehen. Und das hat mich schon damals fasziniert. Da hatte ich schon früh den Wunsch, unbedingt hier fliegen zu wollen. Dann gab es da eine Gelegenheit, als Flugzeugmechaniker zu arbeiten und dann habe ich das 2 Jahre gemacht und dann Fluglehrer geworden. Aber du bist jetzt nicht von der Familie vorbelastet, dass der Vater auch geflogen ist? Nee, der Vater hatte alles andere als hatte Flugangst. Ach so! Wir haben ja schon kurz darüber gesprochen. Diese Rhön ist aber für dich auch eine ganz spezielle Landschaft. Ja, auch ist für die Fliegerei. Ja, sie ist speziell. Sie ist, ich meine, einmal die Tradition, habe ich schon gesagt, und dann von ihrer Ausdehnung sozusagen von Nordost nach Südwest liegt sie auch sehr günstig in dieser Westströmung. Und noch ein Vorteil ist für uns auch tatsächlich, dass der Thüringer Wald nicht weit weg ist. Thüringer Wald ist auch sehr gutes Thermikgebiet. Das sind nur 50 Kilometer. Also das ist hier und ja, ideal auch so. Die Landschaft selbst bietet auch die Möglichkeit für dieses Thermik. Haben wir jetzt gesehen, ja? Dass es selbst in so einer Jahreszeit zu plötzlich Thermik kommt. Aber die Rhön ist auch speziell, gerade was das Wetter angeht. Ich meine, wir haben eine ganze Weile warten müssen, natürlich, bis es losgehen konnte. Natürlich, die Rhön ist 900 Meter hoch. Also hier sind wir auf 900, 950 ist da oben. Das ist schon immer auch ein kaltes Land gewesen. Und wenn ich so richtig informiert bin, kommt ja das Wort Rhön eben aus dem Keltischen. Und das bedeutet, glaube ich, kaltes Land oder sowas. Und bietet die Rhön besondere Ansprüche an Segelflieger? Weil immerhin, wir sehen es gerade da drüben, bildet ja auch die Bundeswehr ihre Piloten hier aus. Ja, sie ist einmal bedingt durch die Höhenlage. Das ist doch wahrscheinlich der höchste Flugplatz auch Deutschlands hier. Und dann die Wetterereignisse, die es hier gibt. Dieses ständig wechselnde Wetter ist schon eine Herausforderung, als wir jetzt im Flachland. Hier muss ich doch mehr mit den Elementen auch arbeiten, die ständig wechseln. Haben auch Nachteile natürlich. Es gibt nicht ganz so viele Flugtage wie jetzt im Flachland. Mhm. Also im Flachland kann jeder, hier muss man schon was können. Ja, wer auf der Wasserkuppe fliegen lernt, sagen wir immer, der kann überall fliegen. Gut, ich kann jetzt immerhin sagen, ich bin schon mal auf der Wasserkuppe mitgeflogen. Das ist ein kleiner Vorteil schon gegenüber anderen. Es waren Studenten, die auf einer Wanderung die Wasserkuppe fürs Fliegen entdeckten. Zuvor hatten sie in Darmstadt schon mit Fluggleitern experimentiert. Aber so richtig abheben, das klappte dort nicht. Also zogen sie um, brachten 1911 ihr Fluggerät mit dem Pferdefuhrwerk in die Rhön und flogen. Einen ganzen Feriensommer lang. Und sie kamen wieder, knackten den Weltrekord im motorlosen Flug der Brüder Wright. Die Fliegerei auf der Wasserkuppe war etabliert.
Dann aber verbot der Versailler Vertrag in Deutschland jede fliegerische Betätigung, nicht aber den Segelflug. Der Sport boomte. 1920 gibt's erste Segelflugwettbewerbe in der Rhön. Es wird ausgebildet, im Vorläufer der Flugschule von Harald Jörges. Sie sei damit die älteste Segelflugschule der Welt, behauptet Harald. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es auch verboten, Segelflugzeuge zu besitzen. Die Auflage der Alliierten fällt erst 1951. Die Wasserkuppe wird wieder für Segelflieger freigegeben. Und auch die Modellflugpiloten und Gleitschirmflieger erobern den Berg. Mit ihren 950 Metern ist die Wasserkuppe der höchste Berg der Rhön, mit einem herrlichen Rundumblick. Und mit dem Radom, das ist das Kurzwort für Radardom, also für diese Radarkuppel hier, ist die Wasserkuppe inzwischen selbst zu einer Landmarke geworden. Manche sagen sogar, das Radom sei inzwischen das Wahrzeichen der Rhön. Nicht schön, aber markant. Und es lag militärisch perfekt. Nur 7 Kilometer hinter der Zonengrenze bot das Radom im Kalten Krieg weite Einblicke. 4 Kuppeln entstanden, mal silbern, mal grün gestrichen. Dann soll aufgerüstet werden. Die alten Gebäude mussten weichen fürs heutige, größere Radom. Dessen militärischer Auftrag endete 1998. Drachen- und Gleitschirmflieger verhinderten den Abriss. Das Radom wird Kulturdenkmal und für Besucher freigegeben. Nicht nur in Sichtweite der Wasserkuppe sind diese typischen Rhöner anzutreffen. Fast überall weiden Schafe, prägen und erhalten die Rhön. Denn wie Eifel und Lüneburger Heide ist die Rhön eine historische Kulturlandschaft. Ohne Nutzung würde sie wieder zum Wald. Landschaftspflege ist die Leidenschaft von Julia Jabal-Ameli. Und Schafe sind es auch. Denn für Julia sind ihre Schafe, ihre Rhön-Schafe, genau die richtigen Tiere, damit die Rhön so bleibt, wie sie ist. Offenland eben. Leidenschaftlich fressend machen sie einen guten Job, gerade auf ökologisch wertvollen Flächen. Sie putzen die Wiesen für Kräuter, Trollblume und Küchenschelle. Adi! Ja! Hey, super! Adi, du kannst das. Ich weiß, dass du das kannst. Ja! Komm, hol mir die Schafe. Lie down. Zu Hause im hessischen Melpertz trainiert sie mit Hund Adi. Langsam. Der kurzhaarige Border Collie soll demnächst mit ihr hüten. Lie down. Langsam. Das sind noch mehr Schafe. Hol die mal. Adis Übungsherde. Ein paar ruhige, erfahrene Schafe. Den Rest da oben bitte auch noch mit Adi. Ah, ah. So, bei mir. Julia, wem fällt es eigentlich schwerer, sich an den anderen zu gewöhnen? Die Schafe an den Hund oder der Hund an die Schafe? Naja, also der Border Collie, der hat es ja zunächst erstmal im Blut, Tiere zu arbeiten. Ganz egal, ob das jetzt Schafe, Ziegen oder Rinder sind.